Heimat. Obacht, Tradimix. Der Bratapfel surrt leise vor sich hin. Der Nebel holt sie den ganzen Tag. Gestern hat wieder ein Daum die Spatzen alles weggefressen. Die App mit 3 riskante Begegnungen. Wo ist denn bloß die lange Unterhosen? Das ist Obacht Radimix mit Arthur Tittelmann. Zu Obacht Radimix begrüßt sie der Arthur Tittelmann hinterkünftigs mit Vogelwilder Musik. Und dies in staden Zeiten. Ruhig ist's worden, ruhiger als sonst in der staden Zeit. Und wir lassen's auch ruhig angeheit, zum Beispiel mit Wolfgang Buck, dem fränkischen Liedermacher, der kann ganz spitz und ironisch sein, aber auch sehr nachdenklich. Und er kann halt manchmal auch nicht verleugnen, dass er schon einmal als evangelischer Pfarrer gearbeitet hat. Hier mit einem musikalischen Experiment, das finde ich ganz gut hinhaut. Wolfgang Buck singt ein geistliches Lied aus dem 17. Jahrhundert. Nun ruhen alle Wälder. Stell euch die güldenen Waffen
ums Bett und seine Engelschar. Wolfgang Buck mit Nun ruhen alle Wälder. Naja, ein bisschen Nachdenken über das, was uns tragt oder das, was uns nicht tragt, was ein Holzweg ist, was uns weiterbringt. Dafür ist doch jetzt Gelegenheit in diesen starren Zeiten. Was bleibt und was kann man mitnehmen? Nicht viel, eher nix, sagt der Georg Ringsgwandl. Präsident sei von einem Staat, der dem Rüstungschefprozent all die Finger holt. Du kannst Kardinal sein, feierlich und fett. Oder frommer Pfarrer, Zölibat und Doppelbett. Das kannst du nicht mitnehmen. Nein, das kannst du nicht mitnehmen. Jammert nur zum Teufel, frag einen lieben Gott, und der sagt, ey, nicht mit nimmer. Hey, du kannst ein Sportler sein, holst fit mit Iso starr. Oder bist ein fauler Hund, flachst nockert an der Isar. Du kannst ein Börsenschwindler sein, mit Immobilien in der Schweiz. Oder Hausbesitzerin, zu fressen, fast und geil. Du kannst nichts mitnehmen. Nein, du kannst nichts mitnehmen. Frag einmal den Teufel, jammer zum lieben Gott, und der sagt, hey, nichts mitnehmen. Und ich trinkt aus der Mokertasse, der andere aus dem Pump. Der eine geht in Seide, der andere geht in Lump. Der eine, der frisst hartes Brot, der andere Kaviar. Der eine fährt mit dem Radl und der andere Jaguar. Doch die darf man nicht mitnehmen. Nein, die darf man nicht mitnehmen. Und er winselt zwar zum Teufel, und er jammert zum lieben Gott, doch der sagt, hey, nicht mitnehmen. Hey, du kannst Experte sein für Panzer oder Flak. Oder drast in Fening um, bist der geizigste Knack. Hey, du kannst im Superschwergewicht Boxweltmeister sein. Oder hast einen Würstelstand, traust den Berg am Leim, den darfst du nicht mitnehmen. Nein, den darfst du nicht mitnehmen. Frag einmal den Teufel, frag einen lieben Gott. Sein, zum Beispiel Ingenieur oder Menschenkenner, Psychologe oder Friseur. Hey, du kannst ein Popstar sein mit drei goldenen LP oder Fernsehquizmaster mit einem teuren Toupet. Und das darfst du nicht mitnehmen. Nein, das darfst du nicht mitnehmen. Wiesel du zum Diving, Witzel zum lieben Gott, und der sagt, na, nicht nimmer. Hey, du kannst ein Bäcker sein, gute Brezen backt.
Säufer sei, Mantel, Flaschen, Sprit. Oder Zeuge Jehova, Mormone oder Schiit. Kurz nix bin nimmer. Narkus nix bin nimmer. Jammert nur zum Deifi, bin halt ein lieben Gott. Und der sagt, nix bin nimmer. Lustige Kinderlieder einen Namen gemacht hat. Margit Saholz und Werner Mayer. Und weil es gerade so schön stark ist, passt jetzt ein ganz guter Text vom Ludwig Thoma rein. Ludwig Thoma, der ja viele Facetten gehabt hat, darunter auch leider ein paar sehr ungute. Trotzdem ist er ein bedeutender bayerischer Autor, hilft nichts. Im Wald ist so stark. Die Sternschnuppen. Im Wald ist so stark. Alle Wege sind verwahrt, alle Wege sind verschmiert, ist kein Steigerl mehr blieb. Alle Wege sind verschmiert, ist kein Steigerl mehr blieb. Erstes, zweites im Wald, wann der Schnee oberfällt, wann sie's Astern abbirgt, wann ein Vogel aufliegt, wann sie's Astern abbirgt, wann ein Vogel aufliegt. Aber heut kann's schon sein, es war nochmal so fei, es war nochmal so stark, dass ich gar nix rien tat. Es war nochmal so stark, dass ich gar nix rien tat. Kimmt die heilige Nacht und der Wald ist aufgewacht, schauen die Hasen und Reh, schauen die Hirsch übern Schnee, schauen die Hasen und Reh, schauen die Hirsch übern Schnee. Zur Ruhe zu kommen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Hektische Betriebsamkeit gehört da eher nicht dazu. Eher schon ein Blattl Papier, ein Stift, eine Gitarre und ein paar Akkorde. Schon kann's auch nicht, wenn man was zum Song hat oder wenn was auf der Seele brennt. Hannes Ringelstetter, eine Ruhe.
Offenes hämmert, offenes Hirn. Der Blick schweift in die Weiden, ein Salz biegt auf der Stirn. Glaub mir, es ist was anders, wenn man sich nicht nur frei fühlt, sondern wenn man sie ist. Ein Kippen auf der Klippen, die Nasen im Wind. Ohne Scheiß, ich bin so frei wie das letzte Mal als Kind. Die Wellen, sie toben, die Gischt hab mich erwischt in meinem Gesicht. Auch da werd ich nicht bleiben, ich muss weiterziehen. Was hinter mir ist, könnt's behalten, weil's mich eh nicht interessiert. Ich scheiß auf eure Regeln und ich scheiß aufs Boulevard, schalalala. Und dann ist einfach einmal gut, dann ist einfach einmal genug, dann ist einfach mal Ruhe. Dann ist einfach einmal gut, dann ist einfach einmal genug, dann ist einfach mal Ruhe. Nix mehr in meinem Schädel drin, nix mehr um mich rum. Nicht einmal Gedanken, nix reden, ich bleib stumm. Nur irgendwo da hinten, da spielt einer Gitarre, war ja klar. Ich bin bei dir, auch wenn ich grad nicht da bin, bist du doch in mir. Und irgendwann ganz bald, da steh ich wieder vor deiner Tür, garantiert. Und dann ist einfach einmal gut, dann ist einfach einmal genug, dann ist einfach mal Ruhe. Dann ist einfach einmal gut, dann ist einfach einmal genug, dann ist einfach mal eine Ruhe, eine Ruhe. Diese ganze Sehnsucht nach der Ruhe, die lässt natürlich vermuten, dass es in unserem Alltag mit der Ruhe nicht so recht weit her ist. Eingespannt sind wir alle im Beruf, in der Familie, in den verschiedenen Beziehungen, die man so hat, Nachbarn, Kollegen, Freund, Kinder, Ehepartner. Und da kannst du dann schon mal krachen und schäbern. Der Ehestreit. Eine Aufnahme vom Sängertreffen 1960 in Egern. Singen dort da die Gorsacher Gesangsgruppen und da ist der Graudensepp dabei. Den hört man heraus. Ich bin der Franz, schau mir nimmer um. Ja, Kabel gezogen, man muss holen, da du. Du bist der falsche Bub, das sagt er ihm. Ja, Kabel, du riechst heut ganz deutlich mit mir. Kurzum, ich mag dich nicht, du schärfen lässt. Und ich mag dich heut ja nicht, ja, dass das grad warst. Wegen meiner Sock, ja, man auseinander halt schwimmt. Und eine andere Mutter hat auch ein liebes Kind. Ich meine, so gern auseinander halt geschwind. Und eine andere Mutter hat auch ein liebes Kind. Du bist mir's wieder, glaubst mir sicherlich. Und ich bin recht froh, wenn ich dir nimmer sieh. So eine wie ich bin, kriegst du auch keine mehr. Und zehn am kleinen Finger, so klar wie es auf ihr. Kurzum, ich mag dich nicht so, meinen Mann. Und wenn's mehr möchtest, so beiß ich nicht an. Wegen meines Sog, ich hab mir auseinander halt geschwimmt. Und eine andere Mutter hat auch ein liebes Kind. Wegen meines Sog, ich hab mir auseinander halt geschwimmt. Und eine andere Mutter hat auch ein liebes Kind. Und wenn's dir mal
gleich fort, bis darfst nimmer zu mir. Ja, Gurkater und Inker, ich komm nicht zu dir. Mein Sohn, der da fährt wie ein anderer Bub aus. Auf mich, da wart er schon lange und nicht raus. So nichts mehr an dir, noch meine Lippen hab nichts gelegt. Und ich hab dich heute auch noch zu keiner Zeit mehr. Wegen meiner Sack, ja, mein Auslander heute geschwimmt. Und ein Lande, meine Mutter hat auch ein liebes Kind. Wegen meiner Sack, ja, mein Auslander heute geschwimmt. Und ein Lande, meine Mutter hat auch ein liebes Kind. Dass du mir schien, dann war ich auch wieder gut. Ja, Gurkater und Inka, lauf lieber gleich fort. Wart, Franzl, du wirst noch gewiss wandern um mich. Du rimpf ich von Zache, vergiss ich für dich. Was ist im Ernst, es ist nur ein Spaß. Und Wanderer, jetzt war so scheich nicht dein Gefress. Wegen meines Sack, ja, war auseinander heute geschwind. Und ein Ander, die Mutter hat auch ein liebes Kind. Wegen meines Sack, ja, war auseinander heute geschwind. Und ein Ander, die Mutter hat auch ein liebes Kind. Noch fertig und Franzl und bleib recht gesund. Ja, fertig, oh Kate, und Schlafkugel rund. Ich kann dir fein sein, ich hab dich so gern. Ja, Mausel, ich kann auf dich auch nicht falsch werden. Ja, Franzl, was du gern musst, dann bleib mal beinahe. Ja, Kate, ich hab dich gern, du hast mein Horn. Wir lieben einander, so wie vorher. Wir leben im Frieden und zanken nicht mehr. Wir leben einander, so wie vorher. Wir leben im Frieden und zanken nicht mehr. Ist ja noch mal gut ausgegangen. Diese atmosphärische Störung ist sozusagen bereinigt worden. Manchmal geht's aber auch nicht gut aus. Dann ist vorbei mit den Stadenzeiten, die wilde Wachel, wenn nix mehr läuft. Du sagst, du gehst jetzt, das tut mir weh, weil ich noch allweil grad auf dich steh. Wenn nix mehr läuft mit dir und mir, liegt es an dir, ganz allein an dir. Du sagst, das gar ist, das glaub ich nicht. Von mir aus meinst du, ich bin blöd. Wenn nix mehr läuft mit dir und mir, liegt es an dir, ganz allein an dir. Du sagst, dir glänzt jetzt, mir glänzt noch nicht. Ich mein nicht allweil, dass noch was geht. Wenn nix mehr lacht mit dir und mir, die Käse an dir, ganz allein an dir. Du sagst, es war nix, es ist nie was gewesen. Ich hab das allweil ganz anders gesehen. Da nix mehr läuft mit dir und mir, liegt
es an dir. Der Themenkomplex Beziehung, Ehe, Konflikt, Streit, Liebe ist natürlich unerschöpflich. Eine nie versiegende Quelle für Satire, für Romane, für Gedichte und für kabarettistische Glanzstücke. Eins davon ist die Karl-Valentin-Nummer Streit mit schönen Worten, die es allerdings nicht vor ihm selber als Tondokument gibt. Die liegt nur als Text vor, aber den interpretieren Gisela Schneeberger und Gerhard Polt kongenial. Da feilt sie nix. Mal Ruhe lass mal. Du mir auch. Ich weiß schon, wie viel es geschlagen hat. Ich auch. Ein anderer Mann geht auf die Nacht in sein Wirtshaus und kommt in der Früh heim. Aber das ist dir ja alles fremd. Du fühlst dich ja nur am häuslichen Herd glücklich. Du hockst auch lieber daheim bei mir. Ja, wenn du es nur einsiehst. Du hast mir noch jede Stunde meines Lebens verschönt. Du mir genauso. Und wenn ich noch so betrübt war, so warst es du, der mir jeden Wunsch von den Augen absah. Ja, weißt du noch, wie wir damals in jener Sommernacht allein auf einer Bank saßen? Du wolltest doch bleiben und ich wollte noch bleiben. Und dann kam der Schutzmann, der uns dann fragte, was wir denn da wollen. Ja, und dann warst du es, der gesagt hast, ach, lassen Sie uns doch allein. Ja, das weiß ich noch, aber Gott sei Dank war der Schutzmann dann vernünftiger und ist gegangen. Drum sag ich es tausendmal, hätte ich nur einen anderen kennengelernt als dich. Was hätte ich denn an einem anderen gehabt? Nichts als Verdruss und Ärger. Ach, wenn man dich so ansieht, du bist ja so eine... Ich kann mich gar nicht ausdrücken, so, dass ich dir gleich stundenlang in die Augen hineinschauen könnte. Das sind ja unplumpe Vertraulichkeiten. Das sagst du ja nur zu mir, dass ich dich noch lieber haben sollte, als ich dich sowieso schon habe. Mit derlei Sachen kannst du mich nicht aus der Ruhe bringen. Und wenn du mir's nicht so bunt machst, dann packe ich meine 7 Zwetschgen zusammen und bleib erst recht bei dir. Du darfst dich doch nicht beklagen, denn so gemeint war es ja nicht. Ich verbitte mir nun endlich deine Zudringlichkeiten. Ich habe dir heute schon mindestens 100 Küsse gegeben und mir braucht eine Frau nicht an einem Tag. Das ist eine unverschämte Lüge von dir. Du bist ein ganz gewalttätiger Mensch. Das hat sich an meinem Namenstag gezeigt, als du mir den teuren Pelzmantel gekauft hast und ich wollte nur den gewöhnlichen Lodenmantel. So. Jetzt machst du mir noch Vorwürfe, aber ich werde es mir merken. Zu deinem Geburtstag bekommst du von mir für deine impertinente Bescheidenheit 500 Mark. Dann kannst du dir kaufen, was du willst. Und dann brauche ich mich wenigstens nicht mehr freuen über deine Dankbarkeit. Ja, ja, jetzt kommt natürlich wieder der Vorwurf. Das bin ich ja schon an dir gewöhnt. Ich verbitte mir ab heute von dir jede Unzudringlichkeit. Sonst werde ich dir den Himmel kalt machen. Es heißt zwar die Hölle heiß machen, aber bei dir ist das ja alles fruchtlos. Eleonore, sei doch nicht vernünftig. Wollen wir uns doch wieder vertragen? Wozu immer diese aufregenden Schmeicheleien? Sagen wir uns doch lieber in aller Ruhe die Gemeinheiten direkt ins Gesicht. Ja, du saudummer Kerl, du hast recht. Da bin ich sofort damit einverstanden. Na also, du Rimpfig, du Deppertz. Siehst du, es geht auch so. Scheinbar Wortverkehr, denn mir
Knastler, zum Aufseher. Lasst mich in Ruhe, sagt der Gast zum Türsteher. Lasst mich in Ruhe, sagt der Anwalt zum Klienten. Lasst mich in Ruhe, sagt der Arzt zu seinen Patienten. Lasst mich in Ruhe, sagt der Pfarrer zu seiner Gemeinde. Lasst uns in Ruhe, sagt die Gegend zu ihren Feinden. Selbstverständlich lassen wir den Herrn in Ruhe. Den Blueslick, der es uns ja jetzt mehrfach und unmissverständlich und immer wieder gesagt hat, dass er in Ruhe gelassen werden will. Wobei, das eine werden wir schon noch sagen dürfen, dass der Ferdl Eichner da eine ziemlich virtuose Mundharmonika spielt. Hut ab, das macht dem so schnell keiner nach. Falls Sie jetzt nicht so genau wissen, wie ich das gemeint habe, da mit der Mundharmonika, dass das dem Ferdl Eichner keiner nachmachen kann, ich habe es genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Punkt um.
Aber ich muss zugeben, ihr Misstrauen ist berechtigt. Oft weiß man nämlich nicht mehr ganz genau, was gemeint ist bei all diesen wohlklingenden neuen Begriffen. Das Beste und das ist optimiert und da schaut es ganz gut aus. Da steckt der eigentliche Sinn oft zwischen den Zeilen drin und auch da ist er schwer zu entdecken. Dieses Verwirrspiel, das hat schon der gute alte Johann Wolfgang von Goethe beschrieben, in seinem Faust, wo das Hexen einmal eins aufgesagt wird, von einer Hex. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 das gehen, und 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins, das ist das Hexen einmal 1. Ja, so sagt es die Hex. Der Faust kennt sie dann nicht recht aus und dann teitscht ihm der Teufel, der Mephisto, das noch ein bisschen genauer aus. Es muss verwirrend sein, sagt er, es muss widersprüchlich sein, es muss ein Blödsinn sein, weil erst dann glaubst du leid, sagt der Teufel. Denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll, für Kluge wie für Toren, mein Freund. Die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich mit den Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass nix mehr so heißt, wie's heißt. Heut wirst du nimmer entlassen, heut wirst einfach outgesourced. Und kommst du zu deinem Schreibtisch, da ist der schon besetzt. Dein Job hat jetzt ein Junge, weil die haben's freigesetzt. Diese Freiheit kann da gestohlen bleiben, den Schwindel hast du schon entdeckt. Sie schmeißen die Leute einfach aus, heißen's Synergieeffekt. Und X wär du und meins wär deins, das ist des Hexen einmal eins. Und schwarz wird weiß und schirch wird schee, dies ist des Hexen ABC. Heut nennt man's Netzwerk. Und gib mal was daneben, privat oder auch global, dann darfst das bloß nicht zugeben, es war nur suboptimal. Aber lasst sie sich nimmer leugnen oder auf einen anderen Schirm. Des Hexen einmal eins, und schwarz wird weiß und schirch wird schee, dies ist des Hexen ABC. Was soll das bedeuten, dass nix mehr so heißt, wie es heißt? Thank you.
Pixner-Projekt. Entschleunigung, runterfahren, ausspannen in diesen unruhigen Zeiten. Das war's. Und das ist's. Heut tu ich mal nix, singt die Martina Schwarzmann. Wenn's nach mir gegangen, müssen die gar nicht einmal irgendwas tun. Ich bin von Natur aus eigentlich eher faul, nur kiemen ihr dazu. So wie wir Mikiner scheinbar für alles brauchen, immer und überall. So manch versauter Dog begann mit der Frage: Kunst mir mal schnell. Kunst mir mal schnell den Schraubzieher geben. Ich geh nur schnell aufs Klo, kannst die Maschine dabei schnell heben. Wenn's eh schon grad da bist, dann bauen wir's noch schnell ein. Häuf mir zusammen, dann haben wir's gleich. Um 10 Uhr Vormittag bin ich gekommen, jetzt ist stockfinster in Nacht. Und dass ich morgen früh auch noch schnell vorbeischau, hab ich auch schon gerade ausgemacht. Und die ganze Nacht ärgere ich mich, dass ich aber wieder drauf reinfall. Auf den Satz, kunst mir mal schnell. Weil wenn's nach mir gang, müssen die gar nicht einmal irgendwas tun. Ich bin von Natur aus eigentlich eher faul, nur kieminier dazu. Ich versteck mich vor der Arbeit und ich lauf vor ihr davor. Doch wurscht, wann ich heimkomm, sie ist allweil noch da. Ich kann beim U-Boot tauchen bis zum Meeresgrund. Mit dem Raumschiff fortfliegen bis zum Mond. Mit dem Radl so lang geradeaus fahren, bis ich sehr Erschöpfung verlass im Straßengraum. Im letzten Eck von China, doch wurscht, wo ich bin und was ich mach. Dabei werd mich allweil finden. Vielleicht lerne ich's ja im Alter, dass ich mal nix tue. Doch auch wie alle gemerkt, wenn's dazu zwungen ist an der Ruhe. Und ich sieg mich schon da liegen im Seniorenheim auf der Dekubitus. Matratzen für Brotzeit um, ein Schleicherl rein. Zwei junge Pfleger kommen zum Waschen, dem einer graust, der andere schwitzt. Weil ich schon seit Stunden in meiner vollen Windel sitz. Sie sagen, Frau Schwarzmann, heb ins Popo, helf es bissi mit. Sie probieren's mit alle Tricks, aber ich schalt auf stur. Und sag nur, na, heut tu ich mal nix. Heut nix, morgen auch nicht viel und dann geht's wieder los. Aber bitteschön, eins nach dem anderen. Wolfgang Buck mit seiner Band. Ja, das ist der, der uns am Anfang schon ein geistliches Lied gesungen hat. Jetzt hat er noch mal einen guten Tipp. Auf Empfang und immer auf Sendung. Der Zwang zur Erreichbarkeit ist die Verblendung. Unsere Schwestern, die lästern gern über uns Männer, dass wir von gestern sind und kein Multitasking kennen. Dort denen sie sich täuschen, das kennen wir klar, aber kennen ist die A und mehr die andere war. Für was soll denn das gut sein, alles gleichzeitig machen? Romans, das ist Licht, das immer mehrer zusammenkracht. Du bist nicht langweilig, sondern die sind so eilig. Es ist heilig, die Sachen nacheinander zu machen. Eins nach anderen. Und nicht alles durcheinander. Sondern schön. Manche können sogar gleichzeitig greinen und lachen. Aber gleichzeitig muss sie korn und sich unterhalten. Da fangen die Hirnhälften an, sich zu spalten. Du kannst reden und zuhören und dabei SMSen. Doch was soll denn der Käse? Danach hast alles vergessen. Ach wurscht, da kommt ja eh gleich was Neues. Was interessiert mich da noch? Verfuhr in der Scheiß. Eins. Eins nach anderen. Alles durcheinander.
für Pausen macht. Du kannst nicht immer bloß durch die Tonleitern sausen, weil Musik, die besteht aus Noten und Pausen. Und die wenigen Tönen, wo du spielst, müssen passen. Und du sollst dann jeden Einzelner seinen eigenen Platz lassen. Wenn du jung bist, willst, dass die Tönen bloß so flitzen. Doch wenn's älter wirst, soll jeder Ton sitzen. Eins nach dem anderen. Das war's für heute. Das war Obacht Trademix in starren Zeiten. Für Gott. Schön, dass dabei waren. Das war Obacht Trademix mit Arthur Dittelmann. Und übrigens, so jung wie heut, kämen wir nimmer zusammen. Typisch Bayern.